Spotfight. Wir leben Wrestling. Bei 205 Live wurde der ehemalige Cruiserweight Champion Kalisto von einem Fan mit einer Wasserflasche beworfen. Der Mexikaner blieb einige Minuten am Boden liegen, zog sich jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen zu. Dennoch musste Kalistos Lippe genäht werden. Ob der Fan identifiziert wurde, bleibt zunächst unklar. Die WWE beschenkt ihre Fans zu Weihnachten mit weniger Werbung. Die erste Stunde von Raw und SmackDown Live soll ohne jegliche Werbeunterbrechung stattfinden. Zudem ist die Raw-Ausgabe die erste überhaupt, die am Heiligabend, der in den USA am 25.12. ist, ausgestrahlt wird. Wie die Quoten trotz weniger Werbung ausfallen, bleibt abzuwarten. Chris Harrington von WrestleNomics berichtet, dass Vince McMahon WWE-Aktien im Wert von 105 Millionen US-Dollar verkauft und diese in sein Herzensprojekt investiert habe. Es wird spekuliert, dass McMahon erneut ins Football-Geschäft einsteigen möchte. Der WWE-Chairman versicherte jedoch, dass er keine weiteren Anteile verkaufen werde und seine Position in der WWE unverändert bleibt. Wie wir berichteten, wurde Rich Swann von der WWE bis auf Weiteres suspendiert. Seine Ehefrau soll nun wohl die Anzeige auf Freiheitsberaubung und häusliche Gewalt zurückziehen. Das geht aus einem Facebook-Post seiner Ehefrau hervor. Dave Meltzer berichtete, dass es möglich wäre, Rich Swann eines Tages wieder in einem WWE-Ring zu sehen. Nun hat auch die WWE ihre besten Matches 2017 veröffentlicht. In die Top 5 hat es allerdings kein Frauenmatch geschafft. Hier seht ihr eine Auflistung der 5 besten Matches des Jahres. Platz 5: Brock Lesnar vs. AJ Styles Survivor Series. Platz 4: The New Day vs. The Usos SummerSlam. Platz 3: Tyler Bate vs. Pete Dunne NXT TakeOver Chicago. Platz 2: Brock Lesnar vs. Roman Reigns vs. Samoa Joe vs. Braun Strowman SummerSlam. Platz 1: John Cena vs. AJ Styles Royal Rumble.